Hier in diesem Video möchte ich einmal kurz zeigen, was zu Oculus Touch mitgeliefert wird, was es da für Software gibt. Wenn man die Oculus Touch Controller eingerichtet hat, dann findet man sich in diesem wunderschönen 80s Hightech-Labor wieder. Das ist wirklich total toll gemacht. Das ist sozusagen das, was ist das, ja, das Tutorial sozusagen. Also hier kann man wirklich alles greifen. Und zwar sehr detailliert und es fühlt sich alles sehr echt an. Ich kann vor allem, wenn ich einfach da so hingreife, dann passiert nichts. Aber wenn ich eine Faust mache, dann kann ich hier gegen dieses, was ist das eigentlich, gegen dieses Voltmeter drauf schlagen. Und wenn ich das hier zumache, hier diesen CD-Player, dann verwandelt sich dieses lustige Ding in einen Nummer 5 lebtartigen Roboter. Und das ist alles sehr charmant. Während er hier zum Leben erwacht, kann ich mir nochmal meine Hände angucken. Da hier kann ich wirklich relativ detailliert bewegen. Also ich kann hier einmal meine drei kleinen Finger sozusagen bewegen. Ich kann aber auch den Daumen bewegen und ich kann den Zeigefinger bewegen. Und zwar nicht nur einfach nur rauf und runter, sondern ich, oder zu und auf, beziehungsweise gestreckt und gebeugt, sondern ich kann auch so kleine Bewegungen hier mit dem Analogstick machen. Und das ist ziemlich cool. Alles sehr, sehr nett. So, jetzt sagt der Roboter, ich soll ihm winken. Dann winke ich ihm und er kommt. Versteckt sich erstmal, ist ein bisschen scheu, der Kleine, und winkt mir. Auf jeden Fall ganz, ganz schön gemachte Demo. Ich warte noch mal einmal kurz, bis hier die Monitore angehen, weil das sieht wirklich fantastisch aus, wie ich finde. So, jetzt gibt er mir hier so eine Diskette, die ich dann hier in den Oculus-Computer reinschiebe. Hier, das sieht auch alles, ein schöner Röhrenmonitor, das sieht alles sehr, sehr 80s aus. Und jetzt geht auch hier das Licht an in diesem, ja, ist das ein Trailer? Und jetzt kann ich mir hier die Monitore angucken. Und so einem Retro-Nerd wie mir geht da natürlich das Herz auf. Weil wir gerade nur die zwei mitgelieferten Kameras angeschaltet haben und nicht im Room-Scale-Modus betreiben, kann man sehen, dass es manchmal so hängen bleibt. Wenn ich die verdecke, die Controller, da bleibt einmal meine Hand hängen und es kommt zu Rucklern. Das ist nicht so schön. Dieser 3D-Drucker, der druckt hier jetzt so Materie, ich glaube, der macht jetzt Schmetterlinge oder so, die dann hier im Raum rumfliegen und man kann hier dann einfach ein bisschen rumspielen. Genau, jetzt, ach wie schön, Pixelschmetterlinge, die ich dann auch anfassen kann und den spielen. Okay, alles in allem eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Tutorial und sehr, sehr schön, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Das erste der drei mitgelieferten Programme ist Oculus Medium und das ist so ein bisschen das aufwendigere Tilt Brush, während man bei Tilt Brush, das ja zu HTC Vive gehört, von Google entwickelt, da malt man eher mit Licht und das hier ist ein, ich würde sagen, ich würde das mal nennen, ein Bildhauerprogramm. Weil wenn ich hier mit meiner Spritzdüse in die Luft male sozusagen, dann kommt da sozusagen Materie raus und ich kann, und das ist total faszinierend mit dem Mittelfinger, kann ich die ganze Szene hier anfassen und durch die Gegend schieben. Und wenn ich dann auch noch die zweite Hand dazu nehme, dann kann ich die Größe verändern und das ist total cool. Das heißt also, ich kann jetzt, ich kann erstmal irgendwie in groß, kann ich hier was modellieren und kann das Ganze dann klein machen und das irgendwo hin tun. Es gibt unheimlich viele Funktionen. Hier kann man, hat man ganz viele unterschiedliche Werkzeuge, malen, Modelliermasse verwischen, verwirbeln, abflachen, schneiden, aufblasen. Ah ja, und dann wird das tatsächlich größer. Ich bin jetzt hier nicht der große Modellierer. Was ich aber sehr nett finde auf jeden Fall, ich gehe nochmal auf Modelliermasse, schreibe mal CT, dass ich hier so einen Undo-Button habe. Ich kann also einfach mit dem linken Analog-Stick nach links gehen und kann einfach die Sachen so einzeln wegmachen. Und das ist ziemlich cool. Hier sind hier Demos. Also hier kann ich mir zum Beispiel dieses, kann ich hier mal dieses Monster mal laden. Und wo ist es? Ah, hier ist es. Und das ist schon, sieht schon sehr, 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 sehr schick aus auf alle Fälle. Vor allem
wenn ich das hier so riesig mache, ist das schon ein sehr interessantes Gefühl, weil das Teil ist jetzt einfach mal 3 Meter groß. Achso, hier ist auch noch so ein nettes Vögelchen da drin. Alles in allem ist das wirklich ein tolles Programm, mit dem man auch sicher ernsthafte Sachen machen kann. Man hat hier sogar unterschiedliche Ebenen. Man kann spiegeln, man kann stempeln und man kann die Sachen natürlich auch als 3D-Modell abspeichern. Und ich denke, dass das ein tolles Tool ist und dass wir damit bestimmt tolle Sachen sehen werden, die damit gemacht werden. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, noch ein bisschen damit rumzuspielen. So, das einzige mitgelieferte Spiel ist Dead and Buried. Das ist ein Multiplayer-Shooter, den ich bislang noch nicht richtig ausprobieren konnte, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, ist das die Oculus Touch noch nicht offiziell erschienen. Ich kann aber hier einfach mal die Target Range zeigen, wo ich dann mal einfach mal ein bisschen rumballern kann. Es wirkt sehr liebevoll gemacht, auch die Waffe hier mit den Spinnenweben dran funktioniert super. Es erinnert mich an diese Shooting Galleries, die es manchmal in so Freizeitparks gibt, wo man mit so einer Lightgun auf irgendwas drauf schießt und dann fangen so Animatronic-Figuren an zu spielen. Nur, dass das natürlich alles viel lebensechter ist. Wenn ich dieses Magazin hier vollgeschossen habe, leergeschossen habe, dann muss ich hier wirklich mit dem Daumen hier hinten das Teil rausziehen und muss dann so die Patronen hier rausschleudern. Oh, die liegen dann sogar für kurze Zeit unten rum. Und dann habe ich wieder meine 5 oder 6 Schuss. Habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Wie viel sind es? 6. Da liegen die Patronen und dann kann ich hier jetzt auch meine Zielscheiben schießen. Und in echt, wenn ich das... das ist natürlich nicht das Spiel. Das ist ja auch nicht so richtig wahnsinnig interessant, hier auf Zielscheiben zu schießen. Aber da spiele ich dann gegen echte Mitspieler. Und das macht sicher ziemlich Spaß. Was kann ich damit machen? Ah ja, okay. Wow. Da kann ich Dynamit hier in die Menge schmeißen. Sehr schön. Das dritte und letzte mitgelieferte Programm ist Oculus Quill. Das ist tatsächlich ein Malprogramm, also das Paint für die Oculus Rift. Während Medium ein Bildhauer-Modellierprogramm ist, ist das wirklich ein 3D-Malprogramm. Das kommt dem Tiltbrush relativ nahe, auch wenn man mit Tiltbrush eher mit Licht zeichnet und hier wirklich mit klassischen Dingen, aber eben verrückterweise im dreidimensionalen Raum, was ja in der Realität gar nicht funktioniert. Kann also hier einfach sehr fein, funktioniert sehr gut formmalen und man sieht, wenn ich da jetzt in die Richtung gehe, dann blinkt das so und dann kann ich mit dem A-Button, kann ich das einfach wieder wegnehmen. Also ich kann hier nur kalligraphisches CT-Logo malen. Ich kann aber auch hier übrigens genau wie bei Oculus Medium mit den beiden Mittelfinger-Tasten, wenn ich die drücke, dann kann ich das auseinanderziehen und ineinander drücken und kann die Position verändern. Was man da wirklich mitmachen kann, das kann man hier an den Demo-Bildern sehen, die ich ziemlich beeindruckend finde. Ich finde hier vor allem diesen chinesischen Markt oder dieses chinesische Geschäft, das finde ich, sieht total fantastisch aus und ja, sehr kunstvoll. Und auch hier kann ich einfach die Größe verändern und sehe dann tatsächlich hier diesen Laden, in den ich mich dann einfach, reingehen kann. Das ist ziemlich cool. Ah, hier ist auch ein Fisch, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Der sieht ja super aus. Ja, dieses Werkzeugmenü bei Oculus Medium sieht so aus, also das ist schon eher so eine klassische Bedienoberfläche. Paint, Erase, Colorize Strokes, Selection, Nudge, Straight Line, unterschiedliche Brushes, ganz normalen Color Picker wie bei Photoshop und ähnlichen. Und auch hier kann ich mit unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Durchlässigkeiten, Opacity kann ich hier einstellen. Für Leute, die kreativ sind und gerne malen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr faszinierendes Werkzeug, dieses Quill.